Er hat halb Kubak verwüstet. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Nichts auf dieser Frequenz. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Hey. Er hat John F. Kennedy erschossen. Ach, schon wieder. Was geht denn gestohlen, was das Zeug hält? Also hier kann man, glaube ich, echt nichts machen. Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Ne? Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Stecker, Doc. Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Ja, verdammt, das ist nicht Leute beleidigt. Es ist gerade. Er hat Wenzel gedemütigt. Finger weg, hab ich gesagt. Siehst du? Er ist. Na, verdammt nochmal. Er hat fremde Leute beleidigt. Seagull erwartet, dass er unzählige Brände und Explosionen verursacht. Für Seagull. Er hat Katzen unter Drogen kann gesetzt. Bozo vielleicht er hat sie helfen? Doch nicht alle. Er hat eine Waffe. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Donner. Er hat Katzen von unter ist Drogen keine Hilfe gesetzt. Zu erwarten. Ich bin auf mich allein er gestellt. Er hat fremde Leute beleidigt. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat sie doch nicht. Komm schon, Rufus. Er hat gestohlen, was das Zeug hey, hält. Hey, tut es dir nicht. Oh Gott. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nirgendwo hin. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Und? Ja. Er ist schuld daran, dass Mutti gestorben ist. Was? Oh. Nein! Oh Gott. Also was ist jetzt? Bekomme ich meine Codes oder nicht? Gib sie ihm nicht! Aber dann wirft er dich vom Turm! Hauptsache einer von uns schafft es nach Elysium. Unmöglich! Ich kann doch nicht schon wieder für deinen Tod verantwortlich sein. Das hat mir beim letzten Mal überhaupt nicht gefallen. Was redest du da nur für einen Unsinn? Wird denn das heute noch was? In der Zeit hätte ich mir schon längst eine neue Kopie der Datasette anfertigen können. Was denn? Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich die Daten nicht noch irgendwo anders gespeichert habe. Sowas nennt man Backup. Tja, ich habe mich immer gefragt, was wohl dein letzter, entscheidender Fehler sein wird, Rufus. Ich denke, da haben wir ihn dann wohl. Oppenbot! Werfen Sie die Frau vom Turm. Aber nein! Weniger widersprechen, mehr Frau vom Turm werfen. Nein! Hinterher! Oh. Heiliger. Oh, oh. Oh Gott. Überraschung, Sohnemann. Du dachtest wohl, du könntest mir entkommen, was? Wozu eigentlich? Was bezweckst du damit? Keine Ahnung. Zeit schinden? Zeit? Wofür? Der dritte Rufus hat bestimmt einen Plan. Du benimmst dich wie ein Baby. Sieh es ein, der dritte Rufus hat es auch vermasselt. Hat er nicht. Ich benehme mich nicht wie ein Baby. Tust du doch. Nein, tu ich nicht. Tust du doch. Ich mach mal so weiter. Nein, tu ich nicht. Tust du doch. Nein, tu ich nicht. Tust du doch. Nein, tu ich nicht. Tust du doch. Okay, ist gut jetzt. Der dritte Rufus hat es nicht vermasselt. Boah, nö. Nanu, was ist das? Mein Babyphone klingelt. Ja, hallo? Ich habe es! Alles klar, danke. Das war Rufus. Nein. Er sagt, er hat es vermasselt. Na sowas. Was mach ich denn jetzt? Oh. Und los geht's. Hey, was soll denn das? Was? Hey! Hey! Oh Leute, reißt euch einmal zusammen, bitte! Ich... Nein! Du ver... Lach! Ja? Ich... Nein, ich ver... Alter! Verdammt, tut das weh! Ich sag doch, ich fahre! Na dann, nichts wie weg hier!
Oh Gott, was muss ich jetzt? Oh, nein. Oh. Oh. Was zur Hölle? Komm schon, mach dich nicht so schwer. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die wirst du wohl ohne mich erledigen müssen. Nein. Ich schaffe es nicht mehr. Nein. Wovon redest du denn da? Natürlich schaffst du das. Leider nicht. Er hat mich doch ganz schön getroffen. Du bist jetzt wieder auf dich allein gestellt. Versprich mir, dass du Goal retten wirst. Und Deponia. Und dass du es nach Elysium schaffst. Tu es für mich. Halte durch. Du kannst es noch schaffen. Nein, es ist zu spät. Alles wird dunkel. Du musst wach bleiben. Hörst du? Gib jetzt nicht auf. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ich komme schon klar. Solange ich auf der anderen Seite keine Schrottpressen reparieren muss. Nein. Lass mich jetzt nicht allein. Du kriegst das auch ohne mich hin. Du hast es immer alleine geschafft. Wäre doch eh blöd gewesen, wenn wir uns den Ruhm hätten teilen müssen. Ich schaff das nicht ohne dich. Doch, kleiner Anakin, Rufus, das tust du. Und tief in deinem Herzen weißt du das auch. Ich glaube an dich. Ich liebe dich. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich bin ja auch echt lässig. Mach es gut, Rufus. Nein. Hast du's bald? Ich will ja nicht unromantisch erscheinen, aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige... Was? Tja, das war's dann wohl. Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft. Wir werden alle sterben. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kuwak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehrfach mit mir nach Elysium gehen können. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das Gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und du lebst! Aber... Warum lebst du? Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Das ist eine lange Geschichte, die damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Oh. Kann ich euch kurz unterbrechen? Bei aller Wiedersehensfreude. Hallo, Goal. Toni. Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni. Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben. Ja, guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ist das dein Ernst? Und gute Nacht. Du, Doc, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Tagen durchaus ziemlich viel Mist gebaut und... Natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Na, einen Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? Ein P. Ein Stift. Stecker. Ein Toni. Ich würde mal sagen, heute den Part, den machen wir erstmal extra lang, weil ich habe das Gefühl, dass wir echt so kurz vorm Ende stehen.
einen Plan. Dann nehmen wir uns einen Stift und machen uns einen Plan. Stift auf Plan. Okay, ein Plan also. Komm schon, Rufus, du bist gut in sowas. Komm schon, Rufus, du bist gut in sowas. Du bist super, super, super. Nein, verdammt, bist du nicht. Du hast alles vermasselt. Siegel hatte recht. Der Fahrstuhl ist futsch. Und Deponia wird gesprengt. Kein Plan der Welt könnte das noch aufhalten. Nicht? Warum denn nicht? Ja. Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest recht. Bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter und um einiges klüger als du. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Alles klar, Wir setzen uns in den Panzer und lassen uns nach oben schießen. Naja, es ist nicht richtig, dass ich so besetzt als jeder andere. Ja. Das muss reichen. Es wird nicht besser, wenn du noch länger daran rumzuppelst. Die Perücke ist nun mal etwas verbrannt, na und? Sei froh, dass wenigstens das Kostüm Oppenbots Absturz überlebt hat. Genau, yippie. So konnte ich meiner eigenen Leiche die Klamotten klauen. Am liebsten würde ich hopsen vor Glück. Meinst du nicht, dass das hier der falsche Moment ist, um sich in eine Zimperlise zu verwandeln? Ist ja schon gut. Meinetwegen kann's losgehen. Na dann, auf nach Elysium. Achso, Knopf drücken. Türknopf, Zündung. Und auf geht's. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege überprüft? Ich dachte, das hätte Doc gemacht. Alles muss man selber machen. Ach, das noch. Wir haben noch keine Zeit. Endlich etwas Luft. Könnt ihr mal ein Stück rücken? Wessen Hand ist das? Psst, da hinten. Rufus muss sich konzentrieren. Warum sind die alle mit? Geht's. Da läuft ja gar nichts. Hast du die Kabelwege über... Ich dachte, das hätte alles... Könnt ihr mal gucken, ob jemand auf dem Kabel steht? Also, ich bin es schon mal nicht. Ich auch nicht. Das bist bestimmt wieder du, Brooke. Sei nicht albern, Frau. Du vielleicht, Doc. Ich weiß nicht. Ich kann meine Beine nicht mehr spüren. Ich glaube, ich bin es. Das Nein. ist nicht das Kabel. Barry! Warte! Ich glaube, ich habe den Fehler gefunden. Ich muss nur diesen Sandsack irgendwie hochbekommen. Das bin ich. Oh, jetzt sollte es funktionieren. Danke. Und ab dafür. Jetzt aber. Oh Gott, oh Gott. Was eine Idee, ey. Das letzte Manöver war auch nicht viel döver als jeder Plan, der sonst zur Debatte stand. Ein guter Moment, um
sich nochmal das Zentrum der Handlung bisher auf die Platte zu laden. Vielleicht wirkt ja manches, was Rufus so anfasst, chaotisch, doch im Notfallszenario verstummen. Selbst die sattelfestesten Spezialisten unter den Konventionalisten reiten besser mal ihren besserwisser Schnabel, die Dummen. Russasser Schnabel, die Dummen. Weia. Was kann uns jetzt noch erwarten? Oh, oh. Das mag ich an dir. Du findest immer einen Parkplatz. Aber hättest du nicht ein schattigeres Plätzchen aussuchen können? Das nächste Mal fährst du und ich trinke. Ich frage mich, warum noch niemand Alarm geschlagen hat. Ja, sie scheinen uns zu ignorieren. Mach was draus. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, gib mir nochmal 10. Ja, dann ärgern wir uns. Ich habe erstmal Können vor Lachen. Ich komm nicht durch. Achtung! Amtmann an Deck! Oh. Abteilung stillgestanden! Jawohl, Herr Amtmann! Ich meine, recht so! Das geht sogar. Lol, ich dachte eigentlich, wir können noch was anderes machen, aber gut. So, jetzt laufen wir erstmal durch. Au, Backe, noch mehr von der Sorte. Achtung, Amtmann an Deck! Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann, nicht wahr? Oh Gott. Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Tue ich ja auch. Ich wollte euch Chargen nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Na toll. Geht's jetzt gerade hoch oder runter? Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz... Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt genau. Cletus? Nein, Argus. Du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm, wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Aus Maul! Denkst du wirklich, dass du dich mit solchen Sperenzchen retten kannst? Ja klar. Komm her. Was soll der Blödsinn? Wir müssen ja so lange anhalten. Sie ist... Was soll der Blödsinn? So. Komm her. Und was ist denn für Option? Oh. Hey! Ja. Ach, was bezweckst du da? Ja, ich tue es mal. Ja. Na komm halt doch mal irgendwo an. Komm her. Hey! Ach, was bezweckst du? Verdammt! Anhalten? Eben schon. Abwärts? Ach, aufwärts. Was soll der Blödsinn? Vielleicht eher runter, wenn man hier... Anhalten? Heb schon auf! Lass das! Und nach oben. Ach, wieso geht denn das nicht?
Sieh es ein! Ich kriege ihn nicht. So. Lass das! Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Oh. Ja, dann, auf geht's. Oh, oh. Also stopp. Und abwärts. Ja. Meine Optionen sind begrenzt. So, ne? Hey! Und jetzt nach oben. Ach, super. Pedal. Hey! Noch was? Nee. Höchstens abwärts. Aha! So, jetzt können wir rauf. Wow, das war doch mal was. Wow. So, jetzt können wir hier raus. Oh, oh Gott. Ach, Herr Amtmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. Mit Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das? Aber sicher, Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol. Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Na großartig. Das hat er gewusst und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Und ja, dieser Arsch, also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass dieser Arsch, da oben auf der Brücke. Da oben auf der Brücke. Ist nur einer von 11.000 Arschen hier an Bord. Der Organon ist, wie das Wort ja schon sagt, eine Organisation aus Arschen. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Tja, wie komme ich eigentlich dazu? Oh Gott. Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. No. Da darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Nun, ich könnte euch noch 1000 weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Ärsche. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein!
Ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Narr. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Ärsche. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Yeah. Oh Gott. Sind Sie zufrieden? Sehr inspiriert. Wie immer. Sauber. Dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Aber was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach jeder Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so. Die Hymne. Oh Gott, die haben wir einmal gehört. Organon. 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 Oh Gott. Organon. 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 Okay, nochmal. Organon. 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 Okay, nochmal. Organon. 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 Das passt, okay. Organon. 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 Oh Gott, ist das schwer. Nochmal. Organon. 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 Oh Gott, Mann. Organon. Organon. Oh Gott, nochmal. Organon. 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 Oh Gott, nochmal. Organon. So. Das passt. Organon. Das passt auch. Organon. Organon. Oh, das ist ja schwieriger, als man denkt. Organon. 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 Oh, Organon. Tut ja weh. Organon. Es passt. Ich habe es vollbracht. Oh Gott.
ja, kann man jetzt dann abziehen. Ich bin dann mal weg, ja? Armageddon! Oh ne, Ulysses. Ah, Cletus, da sind Sie ja. Wo ist Ihre geheimnisvolle Begleiterin? Ich hatte gehofft, Sie stellen mir endlich die Person vor, die uns so viel Ärger bereitet hat. Alles zu seiner Zeit. Sie ist an Bord. Was Ihnen da schon eher Sorge bereiten sollte, ist, wer sich noch alles an Bord befindet. Ihr sauberer Amtmann Argus hat den kompletten Organon auf dieses Hochboot verfrachtet. Was? Das kann nicht wahr sein. Wo ist dieser Verräter? Tja, diesbezüglich habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte zuerst. Irgendjemand muss den Boden vom Fahrstuhlschacht sauber machen. Oh Gott. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Argus, ich fasse es nicht. Sie wollten mich hintergehen? Hinter meinem Rücken den Organon nach Elysium schaffen? Tja, aber er hat die Rechnung ohne mich gemacht. Ich bin der Wirt. Und ohne mich. Nein. Was ist hier los? Wer ist das? Ich bin der echte Cletus. Das dort ist nur ein billiger Abklatsch. Was genau genommen keinen Unterschied macht. Plus oder minus zwei Nullen, meine Rechnung geht auf. Dieses Hochboot steht jetzt unter meiner Kontrolle. Nicht solange ich das verhindern kann. Stopp! Dieses Hochboot fährt nicht länger nach Elysium. Sondern? Was? 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 Ich werde das Projekt Utopia auf keinen Fall gefährden, indem ich eine Invasionsarmee direkt nach Elysium kutschiere. Ich leite die Sprengung Deponias ein. Sofort. Elysium wird seine Reise etwas früher antreten müssen als erwartet. Halt! Nein! Ulysses! Sie Narr! Das ist doch Wahnsinn! Mein Entschluss steht fest. Versucht nicht, mich davon abzuhalten. Aber... Aber was? Aber... ja. Aber was ist mit dem Organon? Was soll mit ihm sein? Der Organon war von Anfang an zur Sprengung bestimmt. Ach, stimmt ja. Aber... Aber was ist mit den Deponianern? Was soll aus ihnen werden, wenn ihr Planet erst einmal gesprengt ist? Genug Energie, um Elysium zum nächsten bewohnbaren Planeten zu katapultieren. Wie ich hoffe. Haben Sie denn gar keine Skrupel? Oh doch, die habe ich. Aber es muss sein. Und du wirst mich bestimmt nicht davon abbringen. Aber was ist mit Ihnen? Aber was ist mit Ihnen? Sie werden genauso draufgehen wie alle anderen. Das ist wahr. Aber dieses Opfer werde ich in Kauf nehmen. Bei all dem Leid, das ich verursacht habe, habe ich ohnehin nichts Besseres verdient. Aha. Dann haben Sie also doch ein Gewissen. Sie müssen das hier nicht tun. Oh doch. Ich muss. Aber... Warum denn? Warum wollen Sie sich für die Elysianer opfern? Wer oder was zwingt Sie dazu? Deponia mag vielleicht nicht das Paradies sein, aber man kann dort leben. Viele Menschen tun das. Und nicht alle da unten sind so unzufrieden wie ich. Ich weiß das. Ich kenne das Leben auf der Oberfläche. Ich selbst habe dort lange Zeit verbracht. Wie eine Ratte zwischen den Abfällen. Das ist kein würdiges Leben. Nicht für... Für wen nicht? Für einen Haufen arroganter Schnösel? Hey, hey! Wenn Sie es genau wissen wollen, es geht mir um meine Tochter. Sie lebt auf Elysium. Sie soll es einmal besser haben als ich. Auf Utopia. Das hier tue ich für dich, Goal. Was? Sie alter Narr! Was haben Sie getan? Was wohl? In wenigen Minuten verlässt ein Funksignal dieses Hochboot. Damit werden die Sprengtürme rund um den Planeten aktiviert. Deponia wird zerstört. Und Elysium kann endlich seine Reise nach Utopia antreten. Ich habe meine Tochter gerettet. Das habe ich getan. Ich fürchte, da muss ich dir widersprechen, Paps. Goal! Was? Du bist... Wie? Ich bin mit Cletus nach Deponia gegangen. Ich wusste, dass du das niemals zulassen würdest. Darum haben wir dir nie etwas davon erzählt. Du warst das Mädchen, das wir gesucht haben? Diejenige, die aus Mitleid zu diesen Schrottplatzbewohnern unser Vorhaben sabotiert hat? Es ging die ganze Zeit um dich. Können wir die Familienzusammenführung nicht ein anderes Mal feiern? Deponia kann jeden Augenblick in die Luft fliegen. Und wir gleich mit, inklusive ihrer Tochter. Genau. Worauf warten Sie, Ulysses? Brechen Sie die Sprengung ab! Das ist unmöglich. Können wir es nicht irgendwie unterbrechen? Dazu müsste man schon die Senderantenne zerstören, bevor die Übertragung beendet ist. Die Senderantenne? Natürlich.
Aber der Sender ist auf dem Dach. Es wäre quasi Selbstmord. Wer wäre schon so verrückt, das zu probieren? Ich mach's. Ich bin dabei. Ich auch. Na dann, worauf wartet ihr? Ich komme auch mit. Du bleibst hier, Fräulein. Ich habe noch ein ernstes Wort mit dir zu reden. So, dann wollen wir mal die Welt retten. Wow. Okay, dann, Zum Glück bin ich schwindelfrei. Mal abgesehen davon, dass ich der elendiglichste Etikettenschwindler der Galaxis bin. So, dann wollen wir doch mal rüber. Dann wollen wir doch mal rüber. Wie da bloß ranzukommen wäre. Ja, hinlaufen, würde ich mal sagen. Wir könnten doch... Hoppla, dass mir das bei anderer Leute Antennen aber auch immer wieder passiert. Ja, eigenartig. So, Antenne mit Kabel. Na los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Balancieren. So. Jetzt kommt ihr hinterher. Und sieht fast so aus, als müsste jeder einen dieser Streben abschrauben. Das war spaßig. Spaßig? Du hohle Nuss hättest uns beinahe umgebracht. Das habe ich schon so oft gehört. Aber noch nie, du hast uns umgebracht. Und da liegt der Unterschied. Das reicht jetzt. Das Maß ist voll. Ab jetzt wirst du dich zurückhalten. Wir übernehmen den Rest. Also, wie gehen wir vor? Du könntest springen. Viel zu weit. Aber vielleicht könntest du den Rotor anhalten. Sei kein Rufus. Die Rotoren halten das Hochboot in Waage. Selbst wenn wir ihn blockieren können. Das Hochboot würde kippen. Das wäre unser Ende. Die Antenne, eventuell. Damit. Macht mal Platz. Ich habe einen Plan. Stopp nicht! So. Haha, getroffen! Und? Wer ist jetzt hier der Dorftrottel? Du natürlich. Wie sich das gehört. Hä? So. Na guck doch hin! Der Sender ist in den Rotor gefallen und er blinkt fröhlich und wohlbehalten vor sich hin. Na ganz toll. Verdammt, er ist immer noch aktiv. Wie sollen wir denn da jetzt rankommen? Man könnte runterspringen. Da unten ist ein Catwalk. Ich sehe es. Wie stehen wohl unsere Chancen zu springen? Darunter? Du wirst ja wirklich von Minute zu Minute dämlicher. Beantworten Sie die Frage, Cletus. Bitte was? Na, Sie sind doch der Inspektor hier. Dann lassen Sie mal Ihre Einschätzung hören. Wie stehen die Chancen? Puh, wenn man die Drehgeschwindigkeit und den Radius in Betracht zieht, etwa 1 zu 3, dass wir es überleben, ohne vom Rotor zerfetzt zu werden. Hm, 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Es kommt drauf an. Es entspricht in etwa deinem Gehirnzellen-pro-Kopf-Verhältnis. Ihr seid zu dritt. Ihr seid zu dritt. 1 zu 3 ist doch nicht schlecht, oder? Wenn wir alle drei von unterschiedlichen Positionen aus springen, kann es einer schaffen. Das ist doch Irrsinn. Hast du einen besseren Vorschlag? Dann ist es entschieden. Wir alle springen auf 3. Oh Gott. 1, 2. Hey, was ist los? Springt ihr gar nicht? Du doch auch. Ihr wolltet wohl mich? Oh Gott. Beinahe wäre ich allein gesprungen. Schön. Ach, schön. Okay, dann nochmal. So. 1, 2. Und los. 3. Was? Rufus? Rufus, aufwachen! Alter. Oh, das, hat ein bisschen mitgenommen. So, jetzt. Aua! Was
Was ist passiert? Du hast es geschafft. Bravo. Wo ist Cletus? Ich glaube, er hat es nicht geschafft. Ganz sicher bin ich mir nicht. Es ging alles sehr schnell. Naja, siehst du den Sender irgendwo? Ich bin dran. Jo, da unten. Von hier aus komme ich da nicht ran. Oh oh, die Übertragung hat bereits begonnen. Hoffentlich ist es eine lange Funksequenz. Wir haben nicht die große Wahl. Schraube. Noch eine Nein. Schraube? Moment, wenn ich diese Schraube löste, was hielte dann die Brücke? Stimmt. Die Schraube? Und dann? Nein, Moment, wenn ich diese... Ja, wie kann ich denn... Und ein Loch. So, kann ich vielleicht... Das da rein. So. Jetzt kann ich noch die Schraube rausnehmen. Oder? Und jetzt kann ich die Schrauben rausnehmen. Dann dürfte sich das ganze Ding ja eigentlich kippen. Jo, die Waage. So. Und nun der Sender. Ich hab ihn. Hörst du, Argus? Ich hab ihn. Sehr gut. Und jetzt kaputt machen. Hä? Was? Ach so, ja klar. Meine leichteste Übung. Na, wie? Ich will das Ding nicht reparieren. Ich will es kaputt machen. Schraube. Von hier aus komme ich da nicht ran. Wenn ich ihn werfe, würde er nur abprallen. Ach, dann, hier, warte mal. Mach hier mal unten mal fest. Können da oben hingehen. Und dann den Rotor da reinhalten. Jetzt dürfte es ja eigentlich alles... Yep, es hält. Nein, was tust du? Ich zerstöre den Sender. Was sonst? Du willst doch nicht deine Hand in den Rotor halten, oder? Oh Gott. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist, aber... Das übertrifft an Dämlichkeit wirklich alles, was ich jemals gehört habe. Ich habe es geschafft. Der Sender ist kaputt. Der Podia ist gerettet. Ja, und das Ding hält fest. Große Klasse. Und nur um es noch ein bisschen interessanter zu machen, hast du den verdammten Rotor blockiert. Das gibt's doch nicht. Dann hilf mir hoch, damit wir den Rotor wieder zum Laufen bringen können. Es wäre schön blöd, wenn das Hochboot gerade jetzt auseinanderbräche, wo Elysium ja schon fast in Wurfreichweite ist. Ja, das ist eine Idee. Eine andere wäre, dich da unten verfaulen zu lassen. Das kommt wohl ganz drauf an. Worauf kommt das an? Wie du dich entscheidest. Hilfst du mir bei meinem Putsch gegen den Ältestenrat? Wie bitte? Ah! Was ist denn jetzt los? Irgendwas blockiert den Steuerbordrotor. Ist das schlimm? Keine Ahnung. Vermisst du Deponia bereits? Wir werden abstürzen? Aber wir sind doch so gut wie da. Man kann bereits die unteren Schleusen erkennen. Schleusen, sagst du? Aber natürlich. Die Wartungsleitern. Vielleicht kann ich uns lange genug auf Position halten, um das Hochboot zu evakuieren. Los, trommle deine Freunde zusammen. Und was ist mit den Organons? Die natürlich auch. Jetzt, da die Sprengung abgesagt ist, wird Argus seinen Plan ja wohl hoffentlich noch einmal überdenken. Ich benachrichtige den Ältestenrat. Aber was wird aus dir? Go. Wir haben jetzt keine Zeit für Diskussionen. Geh jetzt! Ich glaub das jetzt nicht. Du hast immer noch vor, mit dem Organon in Elysium einzurücken? Warum denn nicht? Wo sollen wir sonst hin? Das werde ich niemals zulassen. Sieh es doch ein, Rufus. Diese Soldaten da unten sind unsere Brüder. Sie haben dieselben Gene. Wir sind im Grunde identisch. Warum solltest du nach Elysium dürfen und nicht einer von ihnen? Oder zwei oder drei? Wo ist die Grenze? Wer entscheidet das? Du etwa? Nein, aber... Na dann? Was sagst du? Niemals. Alter... Nö. Niemals! Tja, schade, aber nicht zu ändern.
Ich hatte mir schon gedacht, dass du uneinsichtig sein würdest. Mach's gut, Rufus! Nein, nicht doch! Oh Gott. Da seid ihr ja wieder. Oh, das schmerzt. Oh, wie scheußlich ist die Welt. Selbst schuld. Oh, ja, lach du nur. Aber jetzt sitzen wir schon wieder im selben Boot. Ich glaube, ich kann mich befreien. Au. Oh. Um Himmels Willen, der Rotor klemmt nur, weil wir dazwischen stecken. Wenn sich einer bewegt, beginnt er sich wieder zu drehen. Dann sterben wir alle. Aber wenn wir den Rotor weiterhin blockieren, wird das Hochboot abstürzen. Wir sind so oder so tot. Ach, wie sind wir nur in diese bescheuerte Lage geraten? Was guckt ihr mich so an? Das habt diesmal ihr verbockt. Wie? Diesmal keinen intelligenten Plan parat? Lasst mich nachdenken. Nope. Die Lage ist aussichtslos. Wenigstens eine gute Nachricht. Rufus? Cletus? Goal! Was ist denn hier passiert? Ist doch egal. Du musst uns hier rausholen. Und am besten, bevor das Hochboot abstürzt. Tja, dafür ist es wohl zu spät. Papp sagt, dass die ständigen Ausfälle des Rotors die Maschinen beschädigt haben. Er kann das Hochboot für den Augenblick noch in Position halten. Aber die Evakuierung hat begonnen. Es sind jetzt nur noch Minuten. Na tolle Wurst. Jetzt kommen alle nach Elysium außer mir, oder was? Ja, genau. Hol mich hier raus. Du kannst sowieso nur einen retten, ehe sich der Rotor zu drehen beginnt. Nein. Es muss doch eine Möglichkeit geben, euch alle da rauszuholen. Gibt es aber nicht. Komm schon. Triff deine Entscheidung. Wie soll ich mich denn entscheiden? Ich weiß ja nicht einmal, wer ist. Ich bin Cletus. Was? Das ist doch die Höhe. Ich bin Cletus. Blödsinn, ich bin Cletus. Wartet mal, heißt das von euch dreien ist nur Cletus Manns genug, um sich zu erkennen zu geben? Von Argus hatte ich ja nichts anderes erwartet. Aber Rufus? Nach allem, was wir durchgemacht haben, vertraust du mir nicht mal dafür genug? Du hast recht, Goal. Es tut mir leid. Ich bin natürlich Rufus. Der lügt doch. Ich bin Rufus. Ist doch gelogen. Ich bin Rufus. Die lügen beide wie gedruckt. Ich bin Rufus. Na super. Und jetzt? Kann der echte Rufus das nicht irgendwie beweisen? Natürlich kann er. Boah. Ich weiß etwas, was diese beiden Simulanten da unmöglich wissen können. Ach ja? Was denn? Das alles. Keine Ahnung. Ist doch egal, was ich sage. Wir drehen uns hier im Kreis. Ja, aber wie soll ich mich denn sonst entscheiden? Ja. Ach, Rufus hin, Rufus her, ist doch egal. Lass uns einfach hier und verschwinde. Hauptsache, du überlebst. Ah, jetzt hat er sich verraten. Genau. Der echte Rufus, also ich, würde so etwas nie sagen. Das stimmt. Das klingt wirklich nicht nach Rufus. Kann es sein, dass du dich so geändert hast? Der echte Rufus wird sich nie ändern, das weißt du. Dann ist das vielleicht wieder nur ein Trick, um gut dazustehen. Nein! Ach. Wenn sie dann endlich nach Elysium kommt und das alles beenden kann, dann sind wir nicht Rufus. Es ist wahr. Ich bin nicht Rufus. Der da ist Rufus. Was? Ja klar. Er hat recht. Ich bin Rufus. Ist das ein Trick? Ein letztes Manöver? Du weißt, wenn ich ihm helfe, kannst du dich nicht mehr umentscheiden. Du wirst fallen und sterben. Ja, muss für Deponia und... Mann. Ganz sicher. Denk doch mal nach. Wie kann ich der echte Rufus sein? Der echte Rufus wird nie aufgeben, sich nie ändern. Und niemals loslassen. Stopp! Nein! Nein!
Komm schon, Goal. Wir müssen hier weg. Komm. Hallo, Rufus. Oh, Barry. Barry, was machst du hier? Du bist mein Vorbild. Schon vergessen? Und ich folge dir überall hin. Nein, im Ernst. Ich wollte dir nur sagen, wie sehr ich bewundere, was du hier tust. Erst war ich natürlich geschockt, aber dann habe ich es verstanden. Brillant. Wirklich. Es war im Grunde die einzige Möglichkeit, die du hattest. Ein Geniestreich. Also auch philosophisch gesehen, jetzt die komplett selbstlose Tat. Wow, Rufus. Der unverbesserliche Rufus hat sich schließlich doch noch Dankeschön. Bist du bereit? Ich weiß nicht. Denkst du wirklich, dass dieses Ensemble hier angemessen ist? Aber Rufus, jeder weiß, dass du ein Deponianer bist. Schon vergessen? Du musst dich nicht mehr verstellen. Nie wieder. Du kannst einfach du selbst sein. Für alle Zeiten, Rufus. Das ist doch wirklich voll lässig. Ah, da sind ja unsere Helden. Die Retter Deponias. Tja, da habt ihr uns ganz schön was eingebrockt, was? Euer Bericht stellt uns vor ein schwieriges Dilemma. Jetzt, da wir wissen, dass Deponia bewohnt ist, ist unsere Reise nach Utopia natürlich vorerst abgesagt. Aber das Hochboot ist zerstört, das Kabel gekappt. Und mit den ganzen neuen Mitbürgern an Bord werden unsere Ressourcen noch schneller verbraucht als befürchtet. Was wird nun aus Elysium? Müssen wir auf Deponia landen? Sollte es das? Fragen über Fragen. Auf die ich leider auch keine Antwort habe, Eminenz. Aber dieser Deponianer hier ist ein richtiges Genie. Ich? Wenn ihr ungewöhnliche Ideen braucht, sein Einfallsreichtum kennt keine Grenzen. Nur zu. Jeder Vorschlag ist willkommen. Das Goal. Du schaffst das schon. Nun, man könnte doch Raketen an Elysium anbringen. Bitte weiter. Oder solche Flugdrachen. Und wenn wir einen riesigen Zeppelin mit Monster-Truck-Reifen ausstatten würden? Monster-Truck-Reifen? Ja, dann könnten wir vielleicht ein paar Adler trainieren, um... Können wir nochmal auf die Flugdrachen zurückkommen? Wie groß müssten die sein? Oh, riesig. Mit so großen Zähnen, vor allem die Eckzähne, ganz, ganz groß und lang. Und sie sollten Feuer speien. Das Buch zugeschlagen, es bleibt noch zu sagen. Irgendjemand noch Fragen? Na, dann eben nicht. Doch wenn du dich allein fühlst und du an dir zweifelst, dann habe ich hier einen Vorschlag für dich. Greif zur Mundharmonika, sing von Deponia, von Rufus und Cole und dem Leben im Dreck und vom Umstand, dass man wohl manchmal die Welt nur retten kann, indem man loslässt. Und wenn es so ist, ja, dann bin ich mal weg. Russa, er ist dann mal weg. Goodbye, Deponia. Oh. Das war ein Ende, das ich so nicht erwartet habe. Und jetzt darf sich Cletus den Rest seines Lebens zum Affen machen. Das, muss ich sagen, ist schon eine... Ja. Herber Preis. Dafür, um leben zu dürfen. Naja, ich muss aber auf jeden Fall sagen, Deponia, ein sehr schön gemachtes Spiel. Also gut bei Deponia. Wie die anderen Teile auch. Die Wendung hier, dass der Vater wieder aufgetaucht ist. Das... ganz stumpfe Sachen, wie das Cowboy Dodo beim Widerstand ist. Oder es ist einfach so viel passiert in diesem Spiel. Und ich muss
sagen, Dedelic hat da echt wieder einen erstklassigen Job geleistet. Erstklassig. Das lässt sich gar nicht anders sagen. Und ja, mir persönlich hat das Spiel echt wirklich sehr gefallen. Und, ja. Ich bin sprachlos. Aber allein das Ende, das hat mich gerade, macht mich fertig. Es ist natürlich schade, dass Rufus jetzt doch weg ist. Und, aber irgendwie, wir hatten ja keine Wahl. Wenn Rufus gesagt hätte, nimm mich mit, dann hätte das nicht funktioniert, weil das wäre ja wieder egoistisch gewesen. Und das funktioniert ja nicht. Naja. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr in diesem Let's Play wieder dabei wart. Es ist jetzt eine sehr lange Folge geworden, über eine Stunde. Aber ich dachte, zum großen Deponia-Finale muss ich mir die Zeit einfach mal nehmen. Und ja, ich hoffe, euch hat die letzte Folge auch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Kommentar da, sagt mir, wie ihr das Ende fandet und also ein Kram, ja. Und dann hören wir uns hoffentlich im nächsten Let's Play. Bis dahin. Ciao.